Beispiel für die Bedeutung des Themas Brückenerhaltung oder auch Ersatzneubauten ist hier die Badener Brücke. Das ist eine sehr wichtige Brücke. Innerstädtische Lage, ganz wichtige Verkehrsachse durch die Stadt. Auch eine hohe Verkehrsbelastung von deutlich über 10.000 Fahrzeugen pro Tag. Die alte Stahlkonstruktion war im Laufe der Zeit durch die hohe Verkehrsbelastung, aber auch durch Umwelteinflüsse stark geschädigt. Eine Sanierung wäre in dem Zustand unwirtschaftlich gewesen. Es musste deshalb der sogenannte Brückenüberbau, also das wesentliche Bauteil einer Brücke, auf dem Fahrbahn und Gehweg verlaufen, vollständig ersetzt werden. Für den Neubau der Brücke wurde eine sogenannte Stahlverbundbrücke ausgewählt. Das heißt, die Unterkonstruktion wurde aus Stahl, die Fahrbahnplatte aus Beton hergestellt. Und wie bei allen Baumaßnahmen hat auch hier die Straßenbauverwaltung darauf geachtet, die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten. Sie konnte zum Beispiel durch die Herstellung der neuen Brücke neben dem bestehenden Bauwerk die Zeit einer Vollsperrung um rund ein Drittel reduziert werden. Die B3 musste nur 5 Monate gesperrt werden. Das neue Bauwerk liegt übrigens zur Verbesserung des Hochwasserabflusses rund 40 cm höher als das alte. Während der Vollsperrung wurde die alte Brücke abgebrochen und die neue Brücke, die eben daneben schon errichtet worden war, an den richtigen Platz geschoben. Zudem waren umfangreiche Anpassungsarbeiten an den Pfeilern und Widerlagern erforderlich. Bedingt durch die Änderung der Höhenlage musste auch die Auffahrtsrampe zur Brücke, der Anschluss der Murgstraße und der parallel zum Murg verlaufende Geh- und Radweg angepasst werden. Das ist die offizielle Verkehrsfreigabe der Badener Brücke. Wie Sie sehen, ist die Brücke schon für den Verkehr freigegeben. Wir werden also kein über die Straße gespanntes Band durchschneiden können. Wir wollten nicht warten bis zum heutigen Termin. Die Verkehrsbeeinträchtigungen sollten so schnell wie möglich beseitigt werden. Man kann es das wunderbar erkennen, der Verkehr, der jetzt hier an uns vorbeiführt. Das ist eine ausgesprochen wichtige Verkehrsader, die mitten in unserer Stadt liegt, die man so ohne weiteres auch aus der Stadt nicht herausnehmen kann, weil sie eben nicht nur den Verkehr, den überörtlichen Verkehr beinhaltet, sondern eben es ist Ziel- und Quellverkehr, der auf dieser Straße eben auch in der Stadt unterwegs ist. Und deswegen war es und ist es richtig, dass diese Straße ertüchtigt wird und eine der ersten Baumaßnahmen eben jetzt diese Brücke, die natürlich eine ganz andere Optik hat, wie wir gehört haben, als vorher, weil wir auch hier gemeinsam mit dem Land ein Hochwasserprojekt am Laufen haben und natürlich der Durchflussquerschnitt an der Morgen bei diesem Brückenbauwerk zu dieser Hochwasserschutzmaßnahme passen muss. An alle ein herzliches Dankeschön, natürlich auch an die Einzelhändler für die Geduld, die sie aufgebracht haben. Aber ich glaube, am Ende können wir sagen, es hat sich gelohnt. Ich gehe davon aus, in den nächsten 30 Jahren werden wir zumindest an dieser Stelle keine so große Baustelle mehr haben, haben aber am Ende dafür gesorgt, dass die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Radfahrer und natürlich Lkw-Verkehr möglich wird. In dem Sinne sage ich ein herzliches Dankeschön an alle, dass wir das heute bei so wunderbarem Wetter dem Verkehr übergeben können. Danke. Die Leute an der Straße denken, wir sind auch beistehen.